Grüße Sie, Matthias hier, Fachsprache.org. Ich möchte mit Ihnen heute über Hospitation reden. Das Erste, was mir normalerweise einfällt, wenn ich Hospitation höre oder gefragt werde, soll ich eine Hospitation machen oder nicht, ist normalerweise, dass ich denke, was für eine Zeitverschwendung. Nun kann es aber sein, dass Sie Gründe haben, um eine Hospitation zu machen oder sich diese Frage stellen. Also ich denke, eine Hospitation zusammengefasst macht dann Sinn, wenn Sie Karrieregründe haben, eine Hospitation zu machen. Wenn Sie also in einem Fachbereich kennenlernen wollen, wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben und dort jetzt ausprobieren wollen, wie ist das Team und so weiter. Das Missverständnis ist aber, wenn man denkt, dass man mit der Hospitation jetzt die Sprachkenntnisse signifikant verbessert. Das passiert meistens nicht, aus ganz einfachen Gründen. Es hat niemand wirklich Zeit in der Klinik mit Ihnen wirklich Sprache zu machen oder Ihre Sprache zu korrigieren. Das passiert nicht. Außerdem lernen Sie dort ja nur die Dinge, die wirklich auch real passieren. Und die Fachsprachenprüfungen laufen sehr speziell ab. Also die einzige Abteilung, wo ich denke, dass eine Hospitation eventuell einen gewissen Sinn machen könnte, ist vielleicht eine Allgemeinarztpraxis. Da haben Sie vielleicht die Möglichkeit, auch mal längere Gespräche zu hören, sich an Muttersprache zu gewöhnen oder tatsächlich auch eine Notaufnahme. Ja, denn das ist ja auch das Setting, was von Ihnen in einer Fachsprachenprüfung erwartet wird, was man da von Ihnen verlangt. Sehr viele werden natürlich auch hören in den Gruppen, ja, man muss da eine Hospitation gemacht haben oder es wird gefragt in der Prüfung, haben Sie eine Hospitation gemacht? Dann stellen Sie sich das mal vor, wie es dazu kommt, dass diese Frage gestellt wird. Ja, es kann sein, dass es bestimmte Prüfungskommissionen gibt, die vielleicht wirklich darauf Wert legen, aus irgendeinem Grund, weil die denken, ja, nur wer eine Hospitation gemacht hat, den möchten wir auch durchlassen durch die Prüfung. Oder die Personen mit Hospitation haben einen gewissen Vorteil. Also ist das so eine innere Checklist vielleicht für manche Prüfer. Das gibt es. Das ist aber nicht die Regel. Auch ich stelle diese Frage manchmal am Anfang von einem Einzeltraining und das ist nur eine Hintergrundinformation. Also wenn jemand sagt, ja, ich habe eine Hospitation gemacht, hier und da, dann registriere ich das als eine Zusatzinformation, aber ist für mich jetzt nicht entscheidend. Es ist einfach eine Zusatzinformation, weil man ja weiß, dass sie in Deutschland logischerweise noch nicht voll als Ärzte gearbeitet haben. Deshalb möchte man einfach mal wissen, was haben sie denn gemacht? Das heißt, Sie können auch, wenn Sie keine Hospitation gemacht haben, dann sagen, nein, das habe ich nicht, aber ich habe mich intensiv auf die Prüfung vorbereitet, das und das und das gemacht, entweder selbstständig oder was auch immer Sie für Kurse gemacht haben. Dann erwähnen Sie das eben einfach. Ist ja in Ordnung. Oder Sie erwähnen die Erfahrungszeit im Heimatland, dass Sie sagen, ja, ich habe aber in meinem Land schon diese und jene Jahre gearbeitet oder wo auch immer auf der Welt Sie schon gearbeitet haben. Auch das funktioniert. Also interpretieren Sie diese Frage von Prüfern bitte nicht so, dass das jetzt unbedingt ein Vorteil ist oder von Ihnen erwartet wird. Ganz wichtiges Missverständnis. Und ich komme immer wieder dazu zu sagen, Sie werden über eine Hospitation nicht wirklich gut Sprache lernen. Also man lernt in einer Hospitation ungefähr so Sprache wie sonst auch im Alltag. Ja, also wenn Sie ganz normal in Deutschland unterwegs sind und Alltag mit Muttersprachlern haben, was natürlich eine gute Idee wäre, dass Sie sich da vielleicht Gesprächspartner suchen in irgendwelchen sozialen Kontakten, Meetups, Gruppen oder was auch immer, auch in wirklich Sport, Freizeit, was auch immer Sie tun, dass Sie dort im Kontakt sind mit Menschen, dann haben Sie ja Sprache. So ähnlich ist es auch mit einer Hospitation. Und nun sind die meisten Hospitationen dann tatsächlich auch Vollzeit. Das heißt, Sie investieren sehr viel Zeit, sehr viele Stunden für
eigentlich sehr wenig Fachsprache, die Sie dort wirklich systematisch lernen können. Jetzt komme ich nochmal zurück, wenn Ihnen das aber wichtig ist, dass Sie mal ein Gefühl für Medizin in Deutschland hatten. Kann es schon sinnvoll sein, dass man mal 2 Wochen irgendwo eine Hospitation macht. Wissen Sie, es geht um ein Abwägen ganz einfach von Aufwand und Nutzen. Ganz einfache Abwägung. Und der Aufwand von mehrwöchigen oder 2-monatigen Hospitationen irgendwo, wo Sie dann irgendwelche Hilfstätigkeiten machen, zu dem, was Sie dann sprachlich lernen, ist zu gering. Da lernen Sie lieber 3 Stunden täglich intensiv, lernen Sie Fachsprache für sich selbst oder mit einem Hilfsmittel. Dann haben Sie mehr davon. Wenn Sie in eine bestimmte Abteilung gehen wollen, wird man das auch von Ihnen erwarten. Also man wird Sie auch einladen und sagen, wir hätten Sie gerne mal für eine Hospitation. Hat auch den Grund, dass man da das Vorstellungsgespräch sozusagen erledigt, man Ihnen keine Reisekosten für das Vorstellungsgespräch erstatten braucht, wissen Sie. Aber es macht natürlich schon auch Sinn, dass man Sie nicht nur einmal kennenlernt für eine halbe Stunde für ein Gespräch, sondern dass Sie mal ein paar Tage da sind, dass man sich gegenseitig kennenlernen kann, dass man dort auch ein Gefühl für Ihre Sprachkenntnisse bekommt. Und vielleicht, wenn Sie ja gut in Kontakt kommen, unterstützt man Sie dann auch auf Ihrem weiteren Weg. Auch das höre ich sehr häufig, dass das so passiert und gemacht wird. Und dann ist das ja super. Das ist tatsächlich das, was Sie wissen müssen. Über Hospitation wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute, viel Erfolg dabei.